Yo, was geht meine GTA-Freunde aus Sellevelisten? Willkommen zurück zu GTA 5 Online. Heute mit einem Solo Unlimited Money Glitch bzw. einem Solo Duplication Glitch. Bevor wir aber damit anfangen, möchte ich erst einmal den Cryless grüßen, denn er hat im letzten Video den versteckten Hashtag als erstes gefunden. Und wenn auch du im nächsten Video gegrüßt werden möchtest, dann findet ihr in diesem Video den versteckten Hashtag. Dann würde ich sagen, fangen wir doch gleich mal damit an. Und zwar braucht ihr eine volle Basis. In dieser Basis muss ein Fahrzeug sein, welches ihr ersetzen wollt. Und es muss das Fahrzeug drin sein, welches ihr duplizieren wollt. Ist dies erledigt, dann schnappt ihr euch einfach nur ein Straßenfahrzeug und fahrt mit diese in die Basisvollmeldung. Jetzt müsst ihr aber verdammt schnell sein. Ihr müsst die Basisvollmeldung mit X bestätigen und dann sofort GTA über eine Aktivität starten, sodass ihr dann diese Meldung hier bekommt. Ich empfehle euch, das vorher so einzustellen, dass ihr nur noch die Doppel-PSN-Taste drücken müsst, damit ihr die Aktivität gleich bestätigen könnt. Wenn ihr dann in dieser Meldung hier seid, müsst ihr so lange dort drin warten, bis der Aufzug aufhört zu summen. Ihr kennt ja das Geräusch, wenn der Aufzug nach unten fährt, dass er so komische Geräusche macht. Nun müsst ihr warten, bis er aufhört. Wenn er aufgehört hat zu summen, dann drückt ihr bei dieser Meldung einfach nur die Kreistaste. Und ihr werdet sehen, ihr seid total verbuggt, beziehungsweise ihr seid unter der Map. Wenn dies dann der Fall ist, dann sieht es schon mal gut aus. Jetzt steigt ihr einfach nur aus dem Fahrzeug aus, welches unsichtbar ist. Und ihr werdet sehen, dass ihr durch die Map fliegt und wieder auf der Erde spawnt. Jetzt fordert ihr euch ein Spezialfahrzeug an. Das ist egal welches. Ich nehme jetzt den Runer. Ihr könnt nehmen, was ihr wollt. Ihr fordert einfach nur ein x-beliebiges Spezialfahrzeug an. Wenn dies dann da ist, dann setzt ihr euch einfach nur in dieses Fahrzeug hinein und wartet so lange, bis der Motor richtig läuft. Wenn dann der Motor läuft, dann steigt ihr aus dem Fahrzeug wieder aus, registriert euch als MC President und lagert das Fahrzeug wieder ein über die Fahrzeugeinlagern-Funktion. Nun rennt ihr wieder auf eine Straße und stellt euch wieder ein Straßenfahrzeug. Wie gesagt, es ist egal welches, Hauptsache ein Straßenfahrzeug. Wenn ihr dann ein Straßenfahrzeug habt, kommt jetzt wieder so ein kleiner Abfuck-Teil. Denn jetzt müsst ihr, bevor ihr an der Basis seid, das Interaktionsmenü öffnen und wie bei dem letzten Glitch einfach über die Basis fahren. Und wenn ihr dann von der Basis runterkommt, das Interaktionsmenü schließen und dann dürfte bei euch die Basisvollmeldung erscheinen. Diese bestätigt ihr mit X und ihr werdet sehen, es passiert gar nichts. Das ist schon mal sehr gut, denn jetzt fahrt ihr mit diesem Fahrzeug wieder auf die Basis zu und ihr werdet automatisch in die Basis hineingezogen. Ohne Basisvollmeldung, ohne nichts. Ihr werdet einfach nur in die Basis reingezogen. Wenn ihr dann in der Basis seid, habt ihr dann die Möglichkeit, ein Fahrzeug zu ersetzen. Diese lehnt ihr ab, sodass ihr die Ersetzen-Abbrechen-Meldung bekommt. Und diese Meldung bestätigt ihr dann mit X. Nun seid ihr in eurer Basis. Jetzt geht ihr zu eurem Fahrzeug, welches ihr duplizieren wollt. Ich empfehle euch den LG Retro Kasten, der bringt ja natürlich am meisten Geld. Achtet aber bitte darauf, dass das Fahrzeug, welches ihr duplizieren wollt, ein persönliches Kennzeichen besitzt. Nun fahrt ihr mit diesem Fahrzeug, welches ihr duplizieren wollt, einfach nur nach draußen. Und wenn ihr dann außerhalb der Basis spawnt, steigt ihr einfach mal ganz kurz aus dem Fahrzeug aus. Und sobald die Türe dann geschlossen wurde von dem Fahrzeug, steigt ihr wieder in das Fahrzeug ein und ihr werdet automatisch in die Basisvollmeldung gelangen. Jetzt bestätigt ihr die Basisvollmeldung wieder mit X und ihr werdet sehen, es passiert wieder nichts. Und es ist wieder ein sehr gutes Zeichen. Jetzt fahrt ihr mit eurem Fahrzeug einfach nur weiters weg von der Basis. Und wenn ihr dann der Meinung seid, ihr seid weit genug weggefahren, dann fahrt ihr einfach wieder in die Basis zurück, fahrt in den gelben Kreis und ihr bekommt die Basisvollmeldung. Was ja natürlich nicht sein kann, weil ihr habt ja das Fahrzeug aus der Basis rausgeholt. Das heißt, der Glitch ist somit vollzogen, beziehungsweise das Fahrzeug ist dupliziert. Jetzt geht ihr einfach nur in eure Basis rein und ihr werdet die Möglichkeit haben, ein Fahrzeug zu ersetzen. Ich empfehle euch den LG RH8, denn dieses ist ja kostenlos, ne? Das wisst ihr ja bereits. Wenn ihr dann das Fahrzeug ersetzt habt, dann werdet ihr oben sehen an den Parkplätzen, dass ihr euer Fahrzeug jetzt zweimal besitzt. Und somit ist der Glitch durch. Ihr habt ein Fahrzeug dupliziert und das war's auch schon. Das war der ganze Glitch. Ich weiß, das ist ein bisschen Abfuck, aber was will man machen? Das ist auch gerade aktuell der einzige funktionierende Solo-Duplication-Glitch. Ich hoffe, euch hat das Video an sich so gefallen. Wenn ja, würde ich mich selbstverständlich über ein Like freuen. Und wenn ihr neu hier seid, dann natürlich auch über ein Abo. Also macht's gut, haut's rein und ciao, ciao.